Wir hatten eine kurze technische Störung. Darum nochmal hallo und herzlich willkommen zum Bürgerdialog der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Es geht heute um die innereuropäische Flüchtlingswelle, die im Augenblick Europa und vor allen Dingen Deutschland überflutet. Und in unserem heutigen Bürgerdialog beantwortet Gunnar Lindemann, der Experte für Migration und ÖPNV der AfD-Fraktion, Ihre Fragen zu diesen und anderen drängenden Themen. Herr Lindemann, Karl M. fragt, was ist der Unterschied zwischen den Flüchtlingen von 2015 und denen, die jetzt kommen? Ja, von mir auch erstmal herzlich willkommen zum AfD-Bürgerdialog. Ja, zwischen den Flüchtlingen, die 2015 gekommen sind und jetzt, besteht ein gravierender Unterschied. 2015 sind überwiegend junge, kräftige Männer aus dem arabischen, aus dem afrikanischen Raum, aber auch aus dem asiatischen Raum zu uns gekommen, die sich hier als syrische Bürgerkriegsflüchtlinge ausgegeben haben, obwohl der Krieg schon weitestgehend befriedet war und es nur noch zu Kämpfen in kleinen Teilen in Syrien kam. Zudem sind unter den Migranten, die 2015 gekommen sind, eine riesige Masse an Trittbrettfahrern gekommen aus den nordafrikanischen Staaten, aus Pakistan, aus Afghanistan, die komischerweise alle keine Pässe bei sich hatten und sich hier alles als syrische Kriegsflüchtlinge ausgegeben haben und die alle im Prinzip von anderen europäischen Ländern nach Deutschland weitergeleitet worden sind. Wir erinnern uns noch an die Sonderzüge, die aus Österreich nach Süddeutschland gekommen sind und dann die Verteilung in Deutschland. Heutzutage kommen Flüchtlinge aus der Ukraine. In der Ukraine ist seit 2 Wochen ein heftiger Krieg entflammt. Russland ist in die Ukraine einmarschiert und diese Menschen flüchten natürlich wirklich vor den Kriegshandlungen vor unserer Haustüre, die wir sehen können. Es kommen auch überwiegend zum größeren Teil Frauen und Kinder aus der Ukraine hierher, zunächst einmal an die Anrainerstaaten natürlich, nach Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien und Moldawien, aber auch inzwischen in großer Zahl nach Deutschland. Momentan kommen aktuell ungefähr zwischen 10.000 und 15.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge pro Tag hier in Berlin an. Das zeigt natürlich die schiere Menge an Kriegsflüchtlinge, die unterwegs sind. Und Berlin muss natürlich als erste Anlaufstelle jetzt dafür sorgen, dass diese Menschen irgendwie versorgt, untergebracht und vor allen Dingen aber auch weiter verteilt werden. Die Ukrainer, die zu uns kommen, haben in aller Regel auch ihre Pässe bei sich. Das heißt, die Menschen könnte man identifizieren, wenn man es denn wollen würde. Und wir sagen natürlich als AfD, diesen Frauen und Kindern, die aus der Ukraine jetzt flüchten, denen muss Europa helfen. Denen müssen auch wir helfen, weil es halt echte Kriegsflüchtlinge sind, im Gegensatz zu den Menschen, die 2015 nach uns gekommen sind, einfach mit dem Wunsch, ein besseres Leben zu haben oder finanziell besser gestellt zu werden, indem sie nach Deutschland kommen. Denn die Familien aus den arabischen und afrikanischen Ländern haben in erster Linie ihre Söhne geschickt, junge, kräftige Männer, damit sie die Flucht schaffen und dass sie dann hier entsprechend in Deutschland zu Geld kommen und damit die Familien in der Heimat unterstützen. Waltraud S. fragt, ich habe gelesen, dass viele junge afrikanische oder arabische Männer unter den ukrainischen Flüchtlingen sind. Wie kann das sein und was ist die Ursache dafür? Ja, ich war mehrmals auch schon selber am Berliner Hauptbahnhof gewesen und habe die ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine gesehen. Und es ist richtig, es sind afrikanische, arabische, asiatische junge Männer unter den Flüchtlingen dabei, die uns hier jetzt als Studenten aus Afrika und Asien, die angeblich in Kiew studiert haben sollen, verkauft werden von den Qualitätsmedien. Das ist aber zum größten Teil falsch. Diese jungen Männer kommen in erster Linie aus Weißrussland. Das sind nämlich genau die Menschen, die vor ein paar Monaten in Weißrussland gewesen sind und versucht haben, von Weißrussland nach Polen zu gelangen. Wir erinnern uns, damals hat der polnische Grenzschutz die Grenze geschützt, hat die Menschen abgewehrt, die illegal in die Europäische Union einwandern wollen. Polen hat angefangen, den Grenzzaun zu bauen. Und diese Menschen sind natürlich in Weißrussland zum großen Teil noch ausharren geblieben
und haben versucht, über andere Wege irgendwie in die Europäische Union zu kommen. Und von Weißrussland, das grenzt natürlich an die Ukraine, an die Westukraine, kann man ohne Probleme über Weißrussland nach Lemberg, Westukraine reisen. Und jetzt mischen sich diese Afrikaner, Araber, Asiaten unter die ukrainischen Kriegsflüchtlinge und kommen hier an. Das Problem ist, was wir hier in Deutschland haben, dass keine Kontrolle stattfindet. Sicherlich werden auch ein paar echte Studenten aus Austauschstudenten aus Kiew unter den Flüchtlingen sein, aber der größte Teil sind halt wirklich keine Studenten. Und das Problem ist, dass wir als Europäische Union eigentlich für diese Menschen nicht zuständig sind, weil es sind zwar Menschen, die aus einem Kriegsgebiet kommen, aber ihre Heimatländer ja ganz woanders haben. Im Prinzip müssten wir diese Menschen in ihre Heimatländer zurückschicken, nach Afrika, nach Asien, wo sie ursprünglich hergekommen sind. Und die große Gefahr, die jetzt natürlich besteht und die auch schon aktuell ist, die Schleusernetzwerke haben natürlich diese Möglichkeit entdeckt. Es gibt immer noch Flüge nach Minsk, nach Weißrussland. Das heißt, man kommt aus Afrika, aus Pakistan, aus Asien, von überall her, ohne größere Probleme nach Weißrussland, nach Minsk. Und man kann von da aus dann über Lemberg, Westukraine, nach Polen gelangen. Das heißt, diese Schleusernetzwerke fangen natürlich jetzt auch an, diese Flüchtlingsroute zu aktivieren und den Migranten Geld abzunehmen und diese über diese Route nach Deutschland zu bringen. Der Bürgerdialog der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus mit Gunnar Lindemann. Ernst P. fragt anschließend an die vorige Frage, sollten diese Studenten dann nicht in ihre Heimatländer weiterreisen bzw. abgeschoben werden? Ja, natürlich. Also diese sogenannten Studenten, die jetzt behaupten, sie hätten in der Ukraine studiert, die müssen natürlich erstmal hier in der Europäischen Union aufgenommen werden, weil wir können die nicht im Kriegsgebiet belassen, das ist richtig. Aber die bräuchten auch gar nicht bis Deutschland weiterreisen. Die könnten direkt von den Anrainerstaaten, also von Polen, der Slowakei, Ungarn, Moldawien oder Rumänien, entsprechend in Flugzeuge gesetzt werden, um dann in ihre Heimat zurückzukehren. Weil diese Menschen haben ja eine Heimat in Pakistan, in afrikanischen Staaten oder in arabischen Staaten, wo sie herkommen, wo kein Krieg herrscht, wo sie ohne Probleme hin zurückkehren können. Diese Menschen brauchen wir hier in Europa nicht weiter zu versorgen. Wir müssen lediglich uns darum kümmern, dass diese Menschen die Möglichkeit bekommen, in ihre Heimat zurückzukehren. Und wenn wir dieses konsequent umsetzen würden, dass alle Menschen, die nicht Ukrainer sind, in ihre Heimatländer zurückgebracht werden, dann würde es auch diese Flüchtlingsroute, die die Schleuser- und Schlepperbanden entdeckt haben über Weißrussland, Westukraine, gar nicht geben. Weil die Menschen sind natürlich auch nicht dumm. Wenn die Menschen wissen, es funktioniert nicht, man kommt so nicht ins gelobte Deutschland, dann brechen die Menschen natürlich aus ihren Heimatländern auch gar nicht auf. Und das ist jetzt das Wichtige, wo wir sagen, die Menschen, die einreisen, müssen kontrolliert werden. Wir können nicht die Kontrolle an den Grenzen aufgeben. Harald L. stellte die Frage, wer wird eigentlich kontrolliert, wer da kommt? Das haben Sie ja gerade schon beantwortet. Ja, es wird momentan leider nicht kontrolliert an den Grenzen. Auch die Gewerkschaft der Bundespolizei hat das schon mehrfach kritisiert und hat schon gefordert, dass die Kontrollen an den Grenzen wieder eingeführt werden müssen. Ja, denn wir wissen nicht, wer zu uns kommt. Echte ukrainische Kriegsflüchtlinge, die aus dem Krieg flüchten, haben in aller Regel ihre Personaldokumente mit dabei. Die können sich in der Regel ausweisen. Das sind diese Frauen und Kinder oder Familien, die zeigen auch ihren Pass. Das ist auch kein Problem für diese Menschen, ihre Dokumente zu zeigen, weil die haben nämlich nichts zu verbergen. Ja, das Problem sind halt Menschen, Glücksritter nenne ich sie mal, Migranten aus anderen Ländern und natürlich auch unter Umständen Kriminelle, die jetzt versuchen, über diese Route nach Deutschland einzuwandern, um hier dubiose Geschäfte zu begehen. Willi W. hat gefragt, warum haben diese jungen Männer ihre Pässe verloren, während ukrainische Alte, Frauen und Kinder ihre dabei haben? Das haben Sie ja im Prinzip schon beantwortet. Dann Thomas H. der fragt, die Aufnahmekapazitäten sollen bald erreicht sein. Wieso werden die in Anführungsstrichen Syrer nicht nach Hause geschickt, um Platz zu schaffen? Ja, die Aufnahmekapazitäten, die sollen nicht bald erreicht sein. Die Aufnahmekapazitäten de facto sind erreicht. Die Asylunterkünfte sind zu 100% ausgebucht, die sind zu 100% voll. Der Berliner Senat hat schon begonnen,
Notunterkünfte zu schaffen am Flughafen Tegel, am Terminal 5 des Flughafen BERs. Der Berliner Senat sucht zwanghaft weitere Notunterkünfte. Im Ausschuss für Integration, Arbeit und Soziales hat die Senatorin Kipping auch schon gesagt, dass man im Ernstfall auch wieder darüber nachdenken muss, Turnhallen als Unterkünfte zu benutzen. Das wollen wir natürlich nicht. Und ja, in Syrien, der Krieg ist vorbei. Ich war voriges Jahr in Damaskus gewesen, habe mich selber in Syrien vor Ort über die Situation überzeugt, wie es in Syrien ist. In Syrien herrscht kein Krieg mehr. Es gibt lediglich in den Kurdengebieten im Norden an der Grenze zur Türkei und an der Grenze zum Irak noch kleine kriegerische Auseinandersetzungen unter den Kurden mit den Türken. Das ist richtig, aber ansonsten in ganz Syrien herrscht kein Krieg mehr. Und Städte wie Damaskus, wie Latakia, wie Tartus sind auch nicht zerstört. Da gibt es auch keine Kriegsschäden. Ja, selbst dieser jahrelange Bürgerkrieg hat diesen Städten nichts angehabt. Andere Städte wie Homs, Hamas, Aleppo sind teilweise zerstört. Es sind auch nicht die ganzen Städte zerstört. Es sind immer nur einzelne Stadtviertel, nur Teile zerstört. Das zeigen uns natürlich die Qualitätsmedien hier in Deutschland nicht. Darum gibt es aus unserer Sicht und aus meiner Sicht keinen Grund für die Syrer, die hier Asyl beantragt haben, die hier als Flüchtlinge in Deutschland leben, noch länger in Deutschland zu bleiben. Wir brauchen ein Rückführungsprogramm für die Menschen aus Syrien, um dass diese Menschen auch nach Syrien zurückkehren. Im Übrigen habe ich auch mit Vertretern der syrischen Regierung gesprochen. Die syrische Regierung möchte diese Menschen zurückhaben. Die syrische Regierung sagt, wir brauchen diese Menschen beim Wiederaufbau in Syrien. Die syrische Regierung hat nämlich ein Rebuild Syria, ein Wiederaufbauprogramm aufgelegt. Da werden Häuser, Straßen, Geschäfte entsprechend wieder neu hergerichtet, neu aufgebaut. Einige Teile in Homs, Hamas sind schon wieder aufgebaut worden, andere Teile müssen noch aufgebaut werden. Und die syrische Regierung sagt, wir möchten unsere Bevölkerung zurückhaben. Wir möchten nicht, dass unsere Bevölkerung hier im Ausland ist. Es gibt keinen Grund mehr dafür. Die syrische Regierung hat eine Generalamnestie erlassen. Das heißt, jeder, der zum Beispiel vor der syrischen Armee geflüchtet ist, also Fahnenflüchtige oder die aus anderen Gründen aus Syrien geflüchtet sind und eigentlich mit Bestrafung rechnen müssten, werden, wenn sie nach Syrien zurückkommen, nicht bestraft. Das ist eine Generalamnestie, die syrische Regierung erlassen hat. Ich habe mich selber vor 2 Monaten noch mit dem Geschäftsträger der syrischen Botschaft darüber unterhalten. Die Syrer können ohne Probleme nach Hause zurückkehren. Und wir als AfD sagen natürlich auch, wir brauchen jetzt ein Rückführungsprogramm für die syrischen Flüchtlinge. Es sind ungefähr 1 Million Syrer in ganz Deutschland. Die müssten jetzt natürlich nach Hause gehen. Der Bürgerdialog der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Andreas H. fragt, man liest ja, dass am Hauptbahnhof ohne die freiwilligen Helfer nichts mehr gehen würde. Leistet der Berliner Senat genug, um die ankommenden Flüchtlinge zu versorgen und unterzubringen? Nein, der Berliner Senat leistet nicht genug. Ohne die freiwilligen Helfer würde am Hauptbahnhof nichts mehr gehen. Der Berliner Senat bekommt in Berlin gar nichts auf die Reihe. So wie man auch in allen anderen Bereichen nichts auf die Reihe bekommt, bekommt er auch die Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nicht auf die Reihe. Ja, der Senat weiß noch nicht mal, wenn Züge aus Polen ankommen, wie viele Menschen davon in Berlin bleiben wollen, wie viele Menschen aus Berlin weiterreisen, wie viele Kriegsflüchtlinge überhaupt in den Zug sind. Ja, das sind ganz einfache Dinge, die man eigentlich bei der Abfahrt des Zuges in Warschau erfragen könnte, indem man da entsprechend jemanden positioniert, der da eine Fahrgastbefragung durchführt. Das geht relativ problemlos. Habe ich übrigens der Senatorin Kipping auch vorgeschlagen. Wie sie sagte, wir wissen ja nicht, wie viele Leute da kommen. Wenn man das machen würde, würde man zumindest 5 bis 6 Stunden, bevor der Zug ankommt, hier in Berlin schon mal wissen, wie viele Menschen ankommen, wie viele Menschen versorgt werden müssen mit Essen. Und man, vor allen Dingen, man würde auch wissen, wie viele Menschen weiterreisen wollen und für wie viele Menschen man eine Unterkunft in Berlin braucht. Und Berlin ist halt an seine Grenzen mittlerweile schon gestoßen. Es funktioniert nicht, dass unbegrenzt Ukrainer nach Berlin weiterkommen. Das Problem ist natürlich, dass die Europäische Union zwar quasi den Asylnotstand ausgerufen hat, aber eine vernünftige Umverteilung in Europa, in der Europäischen Union, funktioniert auch bei den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine bisher nicht. Dann haben wir eine Frage von Annette K. Und die schreibt, natürlich hofft man, dass der Krieg in der Ukraine bald zu Ende geht.
Aber was, wenn nicht? Dann müssen die Flüchtlinge doch länger bei uns bleiben. Und es gibt in Berlin sowieso schon nicht genug Wohnungen. Wie soll das gehen? Ja, das ist vollkommen richtig. Das funktioniert nicht. Darum ist auch unsere Politik, die Politik der AfD, sowohl hier im Abgeordnetenhaus als auch die Politik unserer Bundestagsfraktion darauf ausgelegt, dass wir sagen, der Krieg muss möglichst schnell beendet werden. Wir brauchen möglichst schnell erstmal einen Waffenstillstand, um dann weitere Verhandlungen führen zu können, damit keine Menschen mehr aus Angst um ihr Leben aus dem Kriegsgebiet flüchten müssen. Denn die Kapazitäten, wie gesagt, in Berlin, auch in Deutschland weit, sind begrenzt. Es gibt 44 Millionen Ukrainer, wenn man davon ausgeht, dass die mindestens die Hälfte Frauen und Kinder sind, wären das 22 Millionen. Es funktioniert nicht, eine so schiere Menge an Menschen zu versorgen, unterzubringen. Und die müssen ja nicht, es geht ja nicht nur um Wohnung, es geht ja auch um Beschulung. Kinder müssten ja auch beschult werden. Wir haben jetzt schon in Berlin zu wenig Lehrer, zu wenig Lehrkräfte. Die Beschulung unserer Kinder funktioniert ja schon in Berlin nicht. Ja, dazu hat heute übrigens die ukrainische, die ukrainische Konsularin das Bildungssystem hier in Berlin kritisiert und hat gesagt, dass sie möchte, dass die ukrainischen Kinder entsprechend auch nach ukrainischer Tradition weiter unterrichtet werden und entsprechend beschult werden und nicht in dem deutschen Bildungssystem untergehen, weil, wie gesagt, viele deutsche Kinder ja schon untergehen. Es wird nicht funktionieren, es geht nicht. Es kann hier nur funktionieren, wenn wir eine europäische Lösung auf Gesamteuropa-Verteilung machen der ukrainischen Kriegsflüchtlinge. Und natürlich das Allerwichtigste ist, darauf hinzuwirken, dass dieser Krieg unverzüglich beendet wird, damit die Menschen nicht mehr flüchten müssen und damit natürlich auch dann die Menschen in ihre Heimat zurückkehren können. Weil das ist natürlich das Wichtigste, was auch die Ukrainer möchten. Der Bürgerdialog der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus mit Gunnar Lindemann, dem Experten für Migration und ÖPNV in der Berliner AfD-Fraktion. Diana Würz schreibt: Warum bekommen die deutlich mehr Geld als ein deutscher Hartz-IV-Empfänger? Also die Ukrainer, die ukrainischen Kriegsflüchtlinge bekommen nicht mehr Geld wie ein deutscher Hartz-IV-Empfänger. Ukrainische Kriegsflüchtlinge werden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz als Kriegsflüchtlinge, das ist sogar etwas niedriger wie der Hartz-IV-Satz, plus entsprechend Unterkunft, also Wohnung, Wohnraum bekommen die bezahlt. Es ist nicht mehr wie ein Hartz-IV-Empfänger, es ist in etwa dasselbe wie der Hartz-IV-Satz ist. Dann haben wir eine Frage von Else E. Punkt, die schreibt: Ist der Ukraine-Krieg schuld an den hohen Strom-, Heiz- und Spritkosten? Ja, da muss man sagen, der Ukraine-Krieg ist eigentlich nur bedingt schuld. Weil wenn wir nämlich mal schauen und den Rohölpreis mal vergleichen, der Rohölpreis ist in den letzten Wochen, Monaten nicht gestiegen. Der Rohölpreis ist gleich geblieben, sogar leicht gesunken. Das Problem bei den Spritkosten, also bei den Benzinkosten, sind die Steuern und die Energieumlagen, die noch zusätzlich auf das Benzin kommen. Und natürlich dann die Mehrwertsteuer, die auf die Energieumlagen und auf die Steuern auch noch draufkommt. Das heißt, wir zahlen für die Steuern nochmal Steuern. Das ist natürlich, hat einen Turboeffekt und das entsprechend führt zu diesen hohen Benzinpreisen. Bei Gaspreisen ist es wieder etwas anders. Da haben wir das Problem, dass Nord Stream 2 jetzt nicht in Betrieb gehen soll. Russland wäre bereit, Gas weiter günstig zu liefern. Die deutsche Bundesregierung strebt offenbar jetzt an, Fracking-Gas, was umweltschädlich gewonnen wird, aus den USA zu beziehen. Das Problem bei dem Fracking-Gas, was hinzukommt, ist noch, dass es etwa 30% teurer ist wie das russische Gas. Das heißt, wenn wir jetzt Gas aus den USA beziehen, werden die Preise für Gas um etwa 30% steigen. Das sind natürlich viele Fehler, gerade in der Energiepolitik, die in der Vergangenheit gemacht worden sind. Auch die Abschaltung der Atomkraftwerke gehört dazu. Denn mit günstigem Atomstrom wären wir wesentlich unabhängiger. Aber wir haben ja eine grüne Politik in den letzten Jahrzehnten betrieben, haben uns auf Solar- und auf Windkraft versteift, was natürlich in einem Industriestaat wie Deutschland nicht funktioniert. Das kann nicht funktionieren. Und damit stehen wir natürlich jetzt vor diesem großen Problem. Darum sagt die AfD-Fraktion auch, in dieser Situation muss Nord Stream 2 in Betrieb gehen. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, preiswerte Energie auf die Schnelle zu bekommen. Und langfristig müssen wir uns natürlich
von anderen Ländern, auch von Russland, unabhängiger machen, indem wir den Neubau und den Ausbau von Atomkraftwerken wieder entsprechend forcieren und fördern und ausbauen. Es gibt ja auch inzwischen wieder wesentlich modernere Techniken, wo wesentlich weniger Rückstände, Restbestände bleiben, wo man also so gut wie keinen Atommüll mehr übrig hat. Und in diese Technik, Zukunftstechnik, sollten wir jetzt investieren. Der Bürgerdialog der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus mit Gunnar Lindemann. Karl P. fragt: Ich war neulich selbst am Hauptbahnhof. Erschreckend, wie viele Kinder da geflüchtet sind. Was kann Berlin tun, um den Kindern zu helfen? Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich sind sehr viele Kinder unter den Flüchtlingen. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist richtig. Es sind diesmal sehr viele Frauen und sehr viele Kinder drunter. Das Problem ist halt einfach die schiere Zahl, dass es zu viele sind. Wenn Sie eine Wohnung haben, die Sie vergeben können, auch temporär für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, können Sie sich sicherlich da bei den Helfern am Hauptbahnhof melden, können Unterkunft behilflich sein. Aber ansonsten, als Menschen, viele Möglichkeiten ansonsten haben wir nicht. Man kann natürlich Spenden geben, man kann auch unterstützen, die Helfer am Hauptbahnhof. Die freuen sich sicherlich über jede Unterstützung, die sie bekommen können, weil der Senat bekommt das ja nicht auf die Reihe, eine vernünftige Organisation der Versorgung der Kriegsflüchtlinge da zu organisieren. Aber aufgrund der schieren Menge ist es natürlich schwierig, dem gerecht zu werden, denn Sie wissen ja, wir haben jetzt in Berlin schon für die Kinder, die vor dem Krieg hier waren, also die Berliner Kinder, keine Schulplätze, keine Kita-Plätze. Wir haben jetzt schon eine Mangelwirtschaft gehabt die ganze Zeit. Dieser rot-rot-grüne Senat hat eine Mangelwirtschaft im Bereich Schule, Kita, Ausbildung bisher schon betrieben. Und jetzt kommen natürlich tausende Kinder aus der Ukraine. Das stellt uns vor ein riesiges Problem. Zum Stichwort Kinder hat Sören L. noch eine Frage. Er sagt, Berlin will für die Kinder Willkommensklassen nach dem deutschen Schulsystem einrichten. Die Ukraine will, dass die Kinder von ukrainischen Lehrern oder online nach dem ukrainischen System unterrichtet werden. Wissen Sie darüber etwas und was wäre Ihrer Ansicht nach besser? Ja, das ist ja das, was ich vorhin angesprochen habe, was die Konsulin, die Diplomatin aus der Ukraine gesagt hat, dass die ukrainischen Kinder nach ukrainischem System beschult werden sollen. Und das ist auch das bessere System, das ukrainische System. Die Schulgebäude bekommen wir in Berlin im Notfall noch hin. Wir haben Schulgebäude, die vielfach nur halbtags genutzt werden. Man müsste natürlich dann den Schulunterricht quasi im Schichtbetrieb stattfinden lassen, dass man sagt, von 9 bis 13.30 haben die Berliner Kinder halt ihre Regelschule und dann kommen die ukrainischen Kinder von 14 bis 18, 19 Uhr. Unter den Flüchtlingen aus der Ukraine werden mit Sicherheit auch einige Lehrerinnen und Lehrer dabei sein, die man dann natürlich engagieren kann, dass sie die ukrainischen Kinder nach dem ukrainischen System unterrichten. Denn wir dürfen nicht vergessen, diese Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen nur temporär zu uns. Das heißt, sie kommen zu uns, solange ist, gehen diese Menschen zurück in die Ukraine und daher macht es natürlich auch Sinn, die weiter nach dem ukrainischen Schulsystem zu beschulen, damit die Kinder auch später anstandslos in der Ukraine weiter in die Schule gehen können und entsprechend auch eine vernünftige Bildung bekommen, denn jedes Kind, egal wo es herkommt, hat ein Recht auf eine vernünftige Bildung. Dann fragt uns Lennart H. Ungarn, Polen und so weiter nehmen jetzt begeistert Flüchtlinge auf. Und jetzt schreiben viele Medien hämisch, dass die nun auf europäische Solidarität angewiesen wären. Selber hätten sie diese aber 2015 verweigert. Kann man das vergleichen? Nee, man kann das so nicht vergleichen, weil die Visegrad-Staaten haben natürlich 2015 davor gewarnt, dass Menschen aus kulturfremden Gebieten zu uns nach Europa kommen, die auch nicht unbedingt alle was Gutes im Schilde führen. Und die auch nicht unbedingt alles Kriegsflüchtlinge sind oder zum größten Teil eigentlich keine Kriegsflüchtlinge sind. Damit hat 2015 natürlich, haben die Visegrad-Staaten, Ungarn, Polen, Slowakei, haben natürlich recht gehabt zu sagen, wir nehmen diese Menschen damals nicht auf. Jetzt kommen natürlich die Ukrainer in erster Linie in diesen Staaten an, weil diese Staaten an die Ukraine angrenzen. Die Menschen in Polen, in Ungarn,
in Rumänien, in der Slowakei nehmen die Ukrainer auf. Das sind natürlich aus dem gleichen Kulturraum kommen die Ukrainer, die Menschen, wie wir in Europa. Das heißt, die Menschen stellen für uns keine Gefahr dar. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass diese Frauen und Kinder irgendwelche kriminellen Handlungen begehen, so wie es oftmals bei den anderen bei den anderen Flüchtlingen, die aus anderen Regionen 2015 gekommen sind, passiert ist. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Jetzt stehen wir halt wirklich nur vor der Herausforderung, dass die Menge diesmal der Flüchtlinge aus der Ukraine ganz offensichtlich noch größer ist, wie die Menge der Migranten, die 2015 zu uns gekommen sind. Und wir stellen langsam fest, dass leider die gleichen Mechanismen wieder einsetzen wie 2015. Zum Beispiel die österreichische Bundesbahn fährt schon wieder Sonderzüge von Wien nach München. Ukrainische Kriegsflüchtlinge, die aus der Ukraine in Ungarn ankommen und dann nach Österreich weiterreisen, werden mit der österreichischen Bundesbahn sofort nach München, nach Deutschland weiter transportiert. Da muss man sich natürlich auch dann mal die Frage stellen, warum muss man aus Österreich flüchten? Was ist in Österreich so schlimm, dass man da flüchten muss? Darum brauchen wir jetzt einen europäischen Krisenstab, der von der EU organisiert werden muss und wo die ukrainischen Kriegsflüchtlinge in ganz Europa entsprechend gerecht verteilt werden. Sonst funktioniert es nicht. Wir sind schon fast am Ende unseres dieswöchigen Bürgerdialogs mit Gunnar Lindemann. Die letzte Frage, Herr Lindemann. Bernd G. fragt, viele Politiker sehen ein Problem darin, dass die Impfquote bei den Flüchtlingen gering sein könnte. Gefährden diese Menschen damit unsere Gesundheit? Naja, da sind wir natürlich jetzt in der Gesundheitspolitik. Das hat eigentlich nichts mit der Migration zu tun. Die Menschen gefährden unsere Gesundheit nicht, weil die Impfung, die taugt ja nichts, wenn man sich nach alle drei bis sechs Monate neu impfen lassen muss oder neu boostern lassen muss. Dann kann die Impfung ja nicht so besonders doll sein. Und wenn man jetzt mitkriegt, wie viele Geimpfte mittlerweile an Omikron erkrankt sind und an Corona erkrankt sind, mit einem relativ harmlosen Verlauf, auch die Ungeimpften haben da einen harmlosen Verlauf. Ich sehe da keine Gefährdung. Wir brauchen auch jetzt nicht anfangen, die Menschen, die aus dem Krieg geflüchtet sind, zu impfen. Ja, natürlich kann man denen anbieten, sich impfen zu lassen, wenn sie das möchten. Aber denen jetzt die Impfung hinterherzutragen, ist Blödsinn. Die stellen keine Gefahr dar. Die Gesundheitsvorsorge und Versorgung in dem osteuropäischen Raum, auch in der Ukraine, ist natürlich nicht auf dem Standard, wie sie in Deutschland ist, aber ist auf einem relativ hohen Standard, weil zumindest die wissenschaftliche Ausbildung des Personals, also der Ärzte und der Pfleger, ist mit dem deutschen europäischen Standard zu vergleichen, auch wenn die Ausrüstung der Krankenhäuser und der Praxen nicht unbedingt vergleichbar ist. Bei den Migranten, die 2015 aus arabischen Ländern, aus afrikanischen Ländern gekommen sind, ist der medizinische Standard in diesen Ländern natürlich noch um ein Vielfaches schlechter wie in der Ukraine. Darum gab es da wirklich Krankheiten, die bei uns schon ausgerottet sind, die damals plötzlich wieder in Deutschland aufgetaucht sind und die zu uns gekommen sind. Aber jetzt mit Corona oder anderen Krankheiten bei ukrainischen Kriegsflüchtlingen, das stellt für Deutschland und für uns keine Gefahr dar. Da kann man völlig unbesorgt sein, da braucht man sich keine Gedanken zu machen, dass wir da irgendwelche Probleme bekommen mit Corona oder irgendwas, wenn die Menschen ungeimpft sind, die zu uns kommen. Das war der AfD-Bürgerdialog mit Gunnar Lindemann. Herr Lindemann, herzlichen Dank, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben. Und nächste Woche, am Mittwoch um 16:30 Uhr, gibt es einen neuen Bürgerdialog der AfD-Fraktion.